Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Dienstag. Haben wir Dienstag? Ja, wir haben Dienstag. Jungs habe ich in den Kindergarten gebracht. Wir haben genau 8.18 Uhr. Und ich fahre jetzt mal ganz schnell in den Aldi und hole Salat. Meine Mama kommt nämlich heute. Die hat ein paar Tage frei und ist, glaube ich, heute und morgen dann bei uns. Auf jeden Fall bringt sie Lachs mit und dazu wird es dann einen gemischten Salat geben und den muss ich jetzt einkaufen gehen. Genau, ansonsten haben wir eigentlich alles da. Joa, ich bin heute Nacht aufgewacht, so gegen 3 und musste so auf Toilette. Und ja, dann ist es bei mir immer so eine 50-50 Chance, ob ich mich hinlege und wieder einschlafe. Oder ob ich nicht einschlafen kann. Diesmal war es wieder so, dass ich nicht einschlafen konnte. Ich war dann irgendwann am Handy und habe versucht, irgendwie mich so schläfrig zu machen. Hat nicht funktioniert. So gegen kurz nach 4 irgendwann habe ich das Handy weggelegt und da war ich auf jeden Fall noch eine ganze Weile wach. Wie lange kann ich jetzt nicht sagen, aber 4:30 ungefähr, circa, müsste ich wieder eingeschlafen sein. Und ja, ich bin jetzt um 7 dann letzten Endes wach gewesen. ja. Es ist so lustig hier, weil es, klar, mit den kleinen Ortschaften, da sieht man morgens gefühlt jeden dreimal. Morgens zum Kindergarten fahren, dann später noch beim Einkaufen oder jetzt beim Vorbeifahren. Weil ich habe mich gerade mit der Mutter unterhalten, die später zu uns nämlich kommt. Genau, einer der guten Freunde von Lias kommt später mit seiner Mama und die Mama holt, also die wohnen sozusagen auf der Seite. Hier ist der Kindergarten und wir wohnen dort. Und sie meinte dann, wenn sie zu uns läuft, dann, oder beziehungsweise wenn sie dann ihren Sohn abholt, dann schnappt sie meine zwei auch und dann will sie mit allen drei Jungs hochlaufen. Ich habe gesagt, wenn du die Krise kriegst, dann ruf mich an. Aber sie meinte, nö, das geht schon. Ich habe meinen Jungs, glaube ich, 80 Mal gesagt, lieb sein. Der Lias läuft auch ganz normal mit. Der Samo eigentlich auch mittlerweile. Ist es ganz gut. Aber wenn dann doch mal so, wenn die dann doch mal mit Fremden mitlaufen, dann Fremden, die kennen sie ja. Dann hat man trotzdem mal so kurz das Bedürfnis zu sagen, hey, der und der holt euch heute ab, bitte lieb mitlaufen und keinen Ärger machen. Ja. So, ich bin wieder zu Hause, mache mir hier als allererstes mal einen Tee. Das ist die Tasse übrigens, die ich geschenkt bekommen habe von meinem Mann zu Weihnachten. So, da sind die drei Kids nämlich drauf. Und den Einkauf wollte ich euch noch zeigen. Das sind einmal die Sachen, die mitgekommen sind. Also zum Lachs wird es einmal hier diese Eckkartoffeln geben, dann einen gemischten Salat, Gurken, Tomaten und so weiter, Paprika haben wir alles noch da. Dann habe ich nochmal Batterien mitgenommen, weil die gerade im Angebot waren und wir haben gerade keine kleinen mehr da gehabt. Ich habe ja gestern welche beim Action mitgenommen für, ich glaube, 2,30 Euro oder sowas und die waren jetzt 1,45 im Angebot, deswegen habe ich nochmal welche mitgenommen. Und diese Lachgummis, nimm zwei Lachgummis, essen sowohl die Kids als auch mein Mann sehr, sehr gerne. Und die waren jetzt auch gerade für 99 Cent im Angebot, deswegen habe ich drei Packungen mitgenommen. Die Lieblingswürstchen von den Jungs, dann hier einmal die Schlagsahne, um die Soße für das Lachs zu machen, genau. Und dann habe ich hier so ein bisschen Süßkrams mitgenommen, die sind übrigens richtig, richtig lecker, Leute. Ganz große Empfehlung, diese Mini-Berliner. Ja, für später, für den Besuch, dass ich so ein paar Stückchen einfach auf dem Tisch halt eben anbieten kann. Genau, verräume mich jetzt und dann mache ich mir, glaube ich, mal was zum Frühstücken. Meine Süße hat das allererste Mal 180 Milliliter bekommen mit 6 Löffelchen. Das heißt, es müsste dann bei 210 Milliliter sein. Und sie hat sie, as you can see, fertig weggepumpt. That is good. Eine richtig schöne Portion. Ui, 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 ui. Das war eine gute Portion, gell? Ja. Also, gute Entscheidung zu wechseln. Lara liegt hier unterm Spielebogen und sie ist gut drauf. Jetzt hat sie gerade ganz kurz gemeckert, aber das war einfach nur mal so. Gell, Süße? Und ja, da werden wir mal sehen, wie sie heute drauf ist. Ob das gestern nur eine Ausnahme war. Sowieso, gell? Das ist eigentlich Happy Baby. Ist sie mein Happy Baby?
Ja, da grinst du. Der Postbote hat geklingelt. Ich habe übrigens heute um 21:45 gegessen. Genau. Der Postbote hat geklingelt und hat unter anderem, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, das Paket von Löwenkind. Ich habe euch dazu, glaube ich, berichtet. Ich bin echt gespannt, weil ich habe das ja, wie gesagt, bei Höhle der Löwen gesehen. Und ja, vielen Dank für deine Bestellung. Hier ist ein 5-Euro-Rabattgutschein drinnen. Was du wissen solltest. Okay, hier ist dann halt eben nochmal eine komplette Anleitung. Also es gibt einmal eben diese Lätzchen, kleine, mittlere, dann gibt es auch große Tücher, die man sich umbinden kann, Bodies, T-Shirts, Loopschals und es gibt auch richtige Kissen. Und da kann man dann, da sind überall so Aussparungen, wo man dann dieses Patch eben reinmachen kann. Und durch die Körperwärme wird es sozusagen aktiviert, diese Kräuter. Ah, Anwendungsdauer, das ist interessant. Neugeborene maximal 5 Minuten, 2 Monate 10 Minuten, 3 Monate 15 Minuten und es steigert sich dann halt eben. Jetzt interessiert es mich gerade mal bei den Jungs. 3- bis 6-Jährige, 2 Stunden. Okay. Circa 3-mal täglich. Okay. Und das sind diese ganzen Döschen mit den verschiedenen Anwendungen dann halt eben. Das ist cool, dass hier 2 Stück drin sind. Dann kann ich eine meiner Schwester weitergeben, dass sie auch die Infos hat. So. Kommen wir mal zum Unboxing. Das sind hier die Lätzchen. Ich habe einfach 2-mal das in diesem Altrosa bestellt. Das ist eine sehr schöne Farbe. Die ist nicht zu hell, zu knatschig. Das heißt, die kann man zu vielem kombinieren. So sieht das Ganze aus. Auf jeden Fall ein schöner, weicher Stoff. Hinten mit Klettverschluss. Ich hätte mir tatsächlich eher einen Knopf gewünscht, weil in der Waschmaschine ist es immer so, dass oftmals das mit den anderen Klamotten dann irgendwie klebt. Ich habe es mir jetzt auch angewöhnt. Ja, was denn? So Lätzchen, die so Klebedinger haben. Guck mal. Ui. Hi, meine Süße. Gehen wir gleich zur Tante rüber und bringt ihr das? Ja. Sowas vorher in ein Säckchen zu tun. Sowas, was man auch für BHs und sowas benutzt. Also so ein... Ihr wisst schon, was ich meine. Dann kleben diese Dinger nämlich nicht an anderen Klamotten, weil sonst, ich hatte das wirklich am Anfang, ist, die gehen ja dann in der Wäsche auf und dann kleben die erstens nicht mehr so gut und diese Dinger kleben dann an anderen Klamotten und ja, das ist total blöd. Man kann es ein bisschen verstellen, weil das hier ist kleiner und das ist größer. Das heißt, man kann es hier anmachen oder auch ein bisschen enger. Aber von der Größe her geht es eigentlich. Und ja, hier ist dann eben diese Seite, wo dann aber Druckknöpfe sind. Das ist schon mal gut. Und dort kann man dann dieses Pad reinlegen. Okay, ich habe hier einmal dieses Harmony, wo ich euch erzählt hatte, dieses Ersatz. Das ist eine Ersatzpackung, die kann man auch so dort tatsächlich kaufen und dann in diese Döschen nachfüllen. Also man muss nicht immer so eine Dose neu kaufen. Aber so sehen diese Döschen aus. Wir haben jetzt einmal hier Harmony, das ist unterstützt, sanfte Unterstützung aus der Natur. Das war jetzt hier gewesen, steht es auch hier nochmal hier drauf? Nee, leider nicht. Steht nicht nochmal separat drauf. Aber Harmony war auf jeden Fall gewesen für Kinder, auch die Zahnen zum Beispiel. Genau. Steht das hier nicht irgendwo noch drauf? Moment. Anwendungsdauer. Ah, das ist aber cool. Hier steht nochmal drauf mit diesem ab, also welcher Zeitraum, welcher Monat, also ab welchem Alter, wie lange. Ach doch, hier steht es nochmal drauf. Einzelne Kräuter. Geborgenheitsgefühl und Wohlbefinden soll gestärkt werden. Und in der Zahnungsphase soll es hilfreich sein, laut Kundenberichten. Okay, ich mache jetzt hier so mal eine Dose auf. Die sind einfach nur zum Drehen. Ah, okay. Oh, das riecht einfach nur nach Kräuter. Aber so sehen diese Patches, wie viel sind da eigentlich drin? 1, 2, 3, 4... 5 Stück. 5 Pads sind hier drin. So sehen die aus. Einfach so wie so Teebeutelmäßig. So fühlt sich das an. Also es sind einfach solche Patches. Und die sollen dann hier reingemacht werden. Gerade selber gucken hier. So. Und durch die Körperwärme werden die dann aktiviert und das Kind atmet das Ganze dann ein. Sehr interessant. Sehr interessant und absolut logisch. Ich
finde, das ist eine richtig, richtig coole Erfindung, sage ich mal in Anführungszeichen. Es gibt ja schon Sachen mit Kräuter und Düfte, die man einatmen kann, ätherische Öle und solche Geschichten. Es ist ja auch so eine Einatmungsgeschichte, aber halt unkompliziert. Also nichts, was man irgendwo, wo man drauf achten muss, wenn ich jetzt hier irgendwie was anmachen würde zum Einatmen. Das macht ja gar keinen Sinn, das fliegt ja sonst wohin, ja. Verfliegt sonst wohin. Deswegen, das ist schon cool. Hier sind zwei Stickers noch mit drin. Und hier diese Rotznäschen, das interessiert mich jetzt auch nochmal. Ne? Wie die riechen. Oh ja. Relativ ähnlich wie das andere, aber einfach nur nach Kräuter tatsächlich. Also gar nicht, dass man sagt, speziell, keine Ahnung. Wollen wir das mal direkt anziehen, meine Süße? Komm, wir machen das mal. Das liegt ja jetzt nur auf ihr. Sonst werde ich das heute Abend mit in die Wäsche schmeißen. So. Okay. Bin echt gespannt, ob das funktioniert. Da sind wir gespannt, ob das funktioniert, meine Süße. Halt mal meine Hand so ein bisschen drauf, dass das so die Wärme halt eben kommt und dass das aktiviert wird. Da bin ich echt gespannt. Da bin ich, da lächelst du, gell? Da sind wir gespannt, ob das funktioniert. So, dann. Okay, bringe ich meiner Schwester mal rüber. Ich bin echt gespannt, weil wie gesagt, Malia ist ja am Zahnen und da bin ich echt gespannt. So, ich war jetzt der ganze Zeit lang bei meiner Schwester drüben und Lara hatte jetzt das Lätzchen die ganze Zeit an. Das Blöde ist nur, die Kinder sabbern ja auch, as you can see. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn die Kräuter nass werden, ob das überhaupt so sein soll, sein darf, aber theoretisch ist es, kann man es ja gar nicht verhindern, gerade wenn die Kinder zahnen oder so. Ja, und man soll jetzt, achso übrigens, weil ich vorhin nicht gesagt hatte, das Pad kann man bis zu 5 Tage verwenden, also richtig nice. Man soll das Pad, wenn es dann benutzt wurde, rausholen in irgendwie eine Tupperbox und dann in den Kühlschrank legen, weil die werden ja aktiviert durch Wärme und durch die Kälte sind die dann halt anscheinend länger sozusagen aktiv. Ja, das werde ich gleich machen. Also Lara kann das in ihrem Alter zwischen 20 und 45 Minuten tragen. Das hat sie jetzt auch gemacht. Ich habe sie jetzt übrigens gerade hingelegt, weil sie super müde geworden ist und sie liegt und es ist alles super. Das Teil hat jetzt gerade am Anfang direkt richtig gut funktioniert. Und zwar folgendermaßen. Lara hatte ein paar Tage lang so eine laufende Nase. Das ist ja immer gut, das läuft und es kommt raus. Und dann hat es angefangen, verstopft zu sein. Also dass es gar nicht mehr gelaufen ist, sondern es war nur noch verstopft, nur noch unangenehm. Man ist ständig am Saugen. Und dieses Saugen und Verstopftsein hat dann von Tag zu Tag ist ein bisschen weniger geworden. Teilweise manchmal aber auch dann wieder schlimmer. Ja. Und als sie dieses Tuch jetzt anhatte, ist ihre Nase auf einmal gelaufen. Richtig nice. Es hat die Nase richtig befreit und es ist einfach gelaufen. Die konnten die ganze Zeit wegwischen einfach nur. Und ich habe jetzt, bevor ich sie hingelegt habe, nochmal abgesaugt und da kam kaum was raus. Richtig krass. Es war die letzten Tage wirklich so, dass wenn ich sie, also dass da nichts gelaufen ist, außer sie hat mal irgendwie niesen müssen oder sowas, sondern es war irgendwann halt eben so voll, dass ich sie dann abgesaugt habe und dass da richtig Schmodder rauskam. Und jetzt war es einfach nur noch flüssig. Keine Ahnung, ich habe sie ja heute Morgen auch abgesaugt und da kam auch noch ordentlich was raus. Also es ist wirklich, es sind anscheinend so Kräuter, die dann wirklich die Nase halt eben befreien und alles dann so ja, flüssig machen, dass es einfach rauslaufen kann und nicht so, dass man da so verstopft ist. Also richtig genial. Das kann sie ja 3-mal am Tag benutzen. Ich werde das jetzt in den Kühlschrank stellen und werde das so gegen 3 nochmal rausholen und dann so gegen so Schlafenszeit, also so vielleicht so gegen 8, dass sie das dann so eine Dreiviertelstunde anhat. Dann gebe ich ihr eine Flasche, dann lege ich sie hin und hoffe, dass dann alles cool ist. Also jetzt der erste Eindruck ist auf jeden Fall sehr positiv, einfach weil ich direkt gesehen habe, wie die Nase ständig gelaufen ist. Das war sehr, sehr, sehr nice und das hat sie jetzt seit einer Woche nicht mehr gehabt. Es war nur verstopft gewesen, da ist nichts gelaufen. Ich bin happy, mal gucken. Joa, es war noch ein zweites Paket da, das war von Lily Silk.
Das ist ja die Marke, wo ich meine ganzen Seitenprodukte her habe. Und da habe ich ein paar neue Sachen geshoppt, beziehungsweise da war auch eine oder ist ein neues Modell an Kopfkissen eben von Muster halt eben her. Und ja, ich werde die Sachen mal waschen und anziehen. Ich habe ein Oberteil unter anderem. Das ist so, sieht aus wie in so ein Oberteil, aber es ist cool, es ist richtig cool, also sowas, was man dann auch mal drunter anziehen kann, wenn es einfach, wenn man kein T-Shirt anziehen will, weil es einfach noch zu frisch ist, sondern doch irgendwas haben will, was einen wärmt, weil das ist jetzt aus Kaschmir zum Beispiel. Und einen Blazer habe ich noch. Ich werde euch die Sachen zeigen, wenn es soweit ist, wenn ich auf jeden Fall einen neuen Code von Lily Silk habe, dann zeige ich euch die Sachen. Wird aber, glaube ich, noch dauern, weil da sind zwei Sachen mit dabei, die aus einer neuen Kollektion sind, die noch gar nicht gelauncht wurden. Also das dauert noch, bis ich euch das zeigen kann. Genau, wir haben jetzt mittlerweile 11:45. Ich denke, ich werde heute auch früher essen. Ich habe tatsächlich heute Morgen nur eine Scheibe Brot gegessen, um 9:45. Und ich denke, ich werde so gegen 12:30 Uhr, 1 schon Mittag essen. Genau. Und weil später, wenn wir Besuch bekommen, haben wir ja diese ganzen Süßstückchen und sowas da und dann möchte ich auch nicht mehr zu Abend essen. Also wenn die dann kommen, werden wir, denke ich, zwischen 4 und 5 dieses Stückchen essen und dann war es das halt eben auch. Genau, und dann werden wir, denke ich, morgen nämlich diese Lachsgeschichte machen. Genau. Ja, ach so, es haben einige gefragt, ob ich schon was abgenommen habe und so weiter und so fort. Ich weiß es tatsächlich nicht, weil unsere Waage nicht funktioniert. Das ist richtig blöd irgendwie. Wir haben die Batterie gewechselt, aber irgendwie funktioniert es trotzdem nicht. Entweder ist die Batterie Schrott oder unsere Waage ist kaputt. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mein Startgewicht noch, aber jetzt habe ich keine Ahnung, ob ich abgenommen habe. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich abgenommen hätte. Es gibt so Tage, da fühlt man sich irgendwie so total gut und hat das Gefühl, ja, ich habe irgendwie 1, 2, 3 Kilo abgenommen. Und dann gibt es so Tage, da fühlt man sich irgendwie so aufgebläht. Und ich hatte jetzt die letzten Tage ja, ich weiß nicht, ob es an diesen neuen Tabletten liegt, hatte ich die ganze Zeit so ein Unwohlsein und auch das Gefühl, so dass ich immer wieder so Bauchweh, Unterleibsschmerzen hatte. Und da fühlt man sich ja auch immer irgendwie so aufgebläht. Keine Ahnung, deswegen, ich kann es euch tatsächlich nicht sagen, weil ich es tatsächlich nicht weiß, ob ich abgenommen habe oder nicht. Ich muss mich unbedingt um eine Batterie kümmern. Also wir haben hier diese Batterien, noch welche da, aber die sind vom Teddy. Ich glaube, die sind nicht stark genug oder so. Keine Ahnung, ich muss mal welche noch, also neue besorgen, die ein bisschen mehr kosten, in der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Genau. Ansonsten bin ich ja leider aber auch immer noch nicht dabei, dass ich wirklich diese 8 Stunden einhalte. Also es ist wirklich schwierig. Also dass ich morgens esse ich zwischen 10 und 11 Uhr. Das ist gar kein Thema. Das habe ich bis jetzt immer ausgehalten. Das war überhaupt kein Thema. Außer am Wochenende. Da hatte ich an einem Tag um 9.30 Uhr schon gegessen. Genau, und dann ist es aber so, abends ist es so unterschiedlich. Es gibt Tage, da hat alles funktioniert, da habe ich um 6 Uhr gegessen oder kurz vor 6. Aber meistens ist es eher gegen 7 Uhr hin, also wenn die Kinder essen, dass wir dann sozusagen gemeinsam essen. Das ist halt immer das Blöde, wenn man irgendwie so Diäten macht, Fasten, was auch immer, dass man eben nicht gemeinsam mit der Familie essen kann, weil man irgendwie spezielle Zeiten hat und keine Ahnung was, das ist immer ein bisschen blöd. Es gibt aber auch Tage wie gestern zum Beispiel, wo Lara den ganzen Tag, Nachmittag so, quengelig war, geweint hat. Ich bin überhaupt gar nicht dazu gekommen, mich hinzusetzen und zu essen. Und habe ich tatsächlich gestern erst gegessen, als die Jungs im Bett waren, weil mein Mann hat sich dann die ganze Zeit um die Jungs gekümmert, mit Abendessen und die umzuziehen und Zähne zu putzen, alles drum und dran. Und ich habe mich nur um sie gekümmert und bin eigentlich hier die ganze Zeit nur, habe sie die ganze Zeit geschaukelt sozusagen. Hinsetzen ging gar nicht. Und erst als mein Mann dann runtergekommen ist, das war dann um 7:45, hat er sie dann genommen und dann konnte ich erst was essen. Ja, also somit habe ich wirklich gestern so eine 8, 9, 10 Stunden sozusagen gehabt, statt 8 Stunden. Ja. Und das ist halt einfach so. Und deswegen, da kann ich, wird solche Tage geben mit 3 Kindern, dass man da einfach nicht diese Zeiten richtig einhalten kann.
Deswegen, ich gebe mir Mühe, dass das alles funktioniert. Ich denke, dass es im Sommer auch viel einfacher sein wird, obwohl die Tage da länger sind. Also, ja, dass man einfach mehr oder länger draußen ist oder was auch immer. Aber ich denke, da ist es, also mir fällt es da viel, viel, viel einfacher, auch gesunde Sachen vor allen Dingen zu essen. Also wenn ich dann zum Beispiel mal Lust auf was Süßes habe, dann esse ich halt Obst, klar, Fruchtzucker, aber trotzdem besser als irgendwie Schokolade, Chips und Co. Deswegen, also es gibt ja das gesunde Zucker und das ungesunde. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dass es natürlich einen Unterschied macht, wenn ich zwischendurch mal irgendwie Gelüste habe oder irgendwie was snacken möchte oder Nachtisch oder sowas, dann ist natürlich im Sommer cooler, dass ich dann irgendwie mir eine kleine Schüssel Melone mache, als jetzt dann Schokokrossis mir zu geben. Beispielsweise. Genau. Deswegen, ja. Ich hoffe, dass wenn der Frühling dann jetzt mal bald hoffentlich kommt und bald der Sommer, dass das dann auch alles einfacher ist. Aber ja, ich bin da, also ich bin dran. Ich versuche auch über den Tag hinweg nicht so viel zu essen. Also ich bin sowieso jemand, der relativ normal ist. Normal heißt für mich, ich esse morgens, mittags, abends. Ich esse nicht zwischendurch. Ich esse nach dem Mittagessen einen Nachtisch. Das kann Joghurt sein oder Schokokrossis. Das sind die zwei Sachen, die ich eigentlich die letzte Zeit esse dann danach. Ich esse keine Süßigkeiten mehr am Abend oder irgendwas. Also wirklich nur mein Abendbrot und danach nichts mehr. Und was ich auch nicht mache oder aber auch noch nie gemacht habe, ich esse nicht zu viel. Also zum Beispiel, wenn ich mir dann einen Teller Nudeln gemacht habe, dann esse ich diesen Teller und dann bin ich tatsächlich auch satt. Es gibt ja sehr viele, die das Problem haben, dass sie nicht satt werden oder das Sättigungsgefühl gar nicht so richtig eintritt, die dann irgendwie zwei Teller essen. Das ist, glaube ich, mit das häufigste Problem, dass die Masse macht natürlich auch, also bringt ja dann auch ein negatives oder positives Ergebnis. Deswegen ist es ja ein Unterschied, ob jemand dreimal am Tag isst, aber ganz normale Portionen isst oder ob jemand sagt, ach, ich hab eigentlich ganz normal morgens, mittags, abends gegessen, aber hat irgendwie morgens, keine Ahnung, also mittags zum Beispiel, dann eben zwei Portionen und so weiter. Das ist halt eben wichtig, dass man da auf die Menge auch achtet. Ganz, ganz wichtig. Und langsam und bewusst essen. Ich denke, das ist ein Schlüssel zu, dass man nicht noch eine zweite Portion sich nimmt. Also wenn ich mich hinsetze und den Teller innerhalb von 5 Minuten vernichte, dann hat mein Körper noch gar nicht die Zeit gehabt, das Sättigungsgefühl überhaupt zu erreichen. Weil das tritt ja nach 15 Minuten auf. Ich habe das mal irgendwo gehört oder gelesen, dass der Körper circa 15 Minuten braucht, bis so ein Sättigungsgefühl eintritt. Genau, und wenn dann jemand sich dann da irgendwie einen Teller innerhalb von 5 bis 10 Minuten oder sowas isst, dann hat man natürlich noch einen Hunger oder viele essen natürlich auch aus Gelüsten, dass sie sagen, boah, das war so lecker, eigentlich bin ich satt, aber da geht noch was, so bis ich richtig satt oder bis ich überfüllt bin sozusagen. Das ist natürlich auch schwierig, man muss echt lernen, wenn man merkt, dass man satt ist, aufzuhören zu essen. Also dieses Thema immer mit, du musst deinen Teller leer essen, was man ja so in der Kindheit beigebracht bekommen hat. Wir sagen das auch immer mal wieder zu den Jungs, Teller leer essen, aber nicht im Sinne von, also wenn da jetzt irgendwie so ein kleines bisschen was übrig bleibt, ist es ja nicht schlimm, wobei wir schon schauen, dass die Jungs ihre Teller leer essen, aber nur weil sie sich sonst, die sagen dann nach einer Stunde wieder, ich habe Hunger und dann wollen sie Süßigkeiten essen und sind dann halt eben nicht gesättigt. Also ich schaue schon, dass ich denen eine normale Portion mache, nicht zu viel, nicht zu wenig und dass sie ihren Teller leer essen. Aber das ist es halt, gell? Man kriegt als Kind so vermittelt Teller leer essen und das nimmt man ins Erwachsenenalter mit. Und manchmal ist es einfach so, dass man sich zu viel drauf gemacht hat und dann muss man auch aufhören zu essen. Dann ist es einfach so. Dann, selbst wenn man irgendwie noch einen Löffel oder zwei übrig hat und selbst wenn man es wegschmeißen müsste oder wenn man es irgendwie am Abend nochmal warm macht oder wie auch immer. Aber dieses im Kopf zu haben, ich muss meinen Teller leer essen, das ist ganz, ganz schlimm. Das ist ganz, ganz schlimmes, verkehrtes Denken. Ja,
Oder halt eben dieses ständig Nachschlag nehmen, über den Hunger hinweg essen, bis man wirklich nicht nur satt ist, sondern übertrieben überfüllt und sowas. Also es sind alles so Sachen, die muss man sich wirklich abtrainieren, weil das teilweise Sachen sind, die man ja seit Jahren sich angewöhnt hat. Und das mache ich aber schon sehr, sehr lange nicht mehr. Also ich habe mittlerweile ganz gut raus, selbst wenn ich richtig, richtig Hunger habe, weiß ich, wie viel ich mir auf den Teller machen kann. Also bei mir bleibt selten irgendwie was übrig. Aber wenn was übrig bleibt und ich merke, ich habe keinen Hunger mehr, dann stapfe ich es auch nicht in mich hinein. Dann bleibt das Essen halt über, dann ist das halt eben so. Aber dass ich mich dann da vollstopfe und nur nach dem Motto, mein Teller muss leer werden, das mache ich nicht. Das mache ich schon lange nicht mehr. Ja. Und bei mir ist es ganz, ganz selten, dass ich mir eigentlich nie, dass ich mir Nachschlag nehme. Einfach, weil ich mir immer eine Portion mache, wo ich weiß, aha, das ist ungefähr die Portion, die ich schaffe, die mich sättigt. Und dann nehme ich mir auch keinen Nachschlag, egal wie lecker es auch irgendwie gerade gewesen ist. Dann war es das halt eben auch. Deswegen, das sind so Punkte, die sehr wichtig sind, wenn man Gewicht reduzieren möchte oder auch ein gesundes Essverhalten haben möchte. Das sind so Sachen, damit habe ich zum Beispiel keine Probleme. Toi, toi, toi. Das, was mein Problem halt immer gewesen ist, ist halt dieses abends vom Fernseher naschen oder halt eben zu wenig Bewegung aufgrund dessen, dass ich halt eben von zu Hause aus arbeite und einfach wenig rauskomme oder einfach mich zu wenig bewege und dass ich keinen Sport mache. Das sind die Faktoren, die mir mein Genick sozusagen brechen. Und es ist ja auch nicht mehr so, dass ich 20 bin. Damals habe ich irgendwie mal, keine Ahnung, 2-3 Tage nicht gescheit gegessen, weil ich irgendwie im Stress war oder keine Ahnung was. Und schon hatte ich irgendwie 5 Kilo weniger auf der Waage. Also es war richtig krass, wie schnell ich damals immer abnehmen konnte. Und tatsächlich auch ohne großartigen Jojo-Effekt oder sowas. Aber ab einem gewissen Alter, der Stoffwechsel ist natürlich nicht mehr so präsent wie in jungen Jahren. Es ist jetzt natürlich, fällt es mir viel, viel, viel schwerer als damals mit dem Abnehmen. Das ging wirklich damals ratzifatzi und jetzt ist es so, man muss für jeden Kilo einfach übelst kämpfen. Also wirklich richtig, richtig kämpfen. Und wenn man 1-2 Tage sündig, mal keinen Sport macht, mal ein bisschen mehr Schokolade gegessen hat, dann hat man irgendwie das Dreifache wieder drauf. Also ich finde wirklich im, wie sich das anhört, im Alter. Aber wenn man älter ist, dann ist der Jojo-Effekt extrem präsent. Und selbst wenn man sagt, man hat eine gesunde Ernährung und man macht Sport und sowas, aber wenn man mal 1-2 Tage nicht zum Sport kommt, weil man irgendwie krank ist oder die Kinder krank sind oder man wie gesagt, mal irgendwie an einem Nachmittag doch ein Stück mehr Schokolade gegessen hat, das ist, sieht man sofort auf der Waage oder auf den Hüften. Das ist so krass, da kann man echt wieder 5 Tage für kämpfen, was man an einem Tag, ja, Mist gebaut hat sozusagen. Das ist so blöd, also das ist wirklich, ja, wenn man ein bisschen älter ist, dann ist es gar nicht mehr so leicht abzunehmen, finde ich zumindest, auf eine gesunde Art und Weise. Mir hat auch jemand geschrieben, dass da irgendwie, ich glaube, irgendwer hatte geschrieben, dass sie 10 Kilo abgenommen hat in einem Monat mit diesem Intervallfasten. Das ist natürlich sehr krass. Da kommt natürlich auch drauf an, wie viel Kilo ist das Startgewicht. Umso mehr Kilos man hat und umso krasser man seine ganzen Gewohnheiten umstellt, dann purzeln die Funde natürlich schneller. Also da kann man, wenn jetzt jemand zum Beispiel 70 Kilo wiegt, kann er sich natürlich nicht mit jemandem vergleichen, der irgendwie zum Beispiel 120 Kilo wiegt. Da purzeln die Funde ganz anders. Und wenn jetzt jemand nur ein paar Punkte ändert zum Idealverhalten, ist es auch wieder was anderes wie jemand, der zum Beispiel 4-mal am Tag gegessen hat und zu jeder Mittags- oder Abendmahlzeit zum Beispiel abends mal warm gegessen hat und irgendwie sich dann nochmal Nachschlag genommen hat und mittags auch nochmal Nachschlag. Und wenn jemand dann so voll krass diese Gewohnheiten ändert, dann purzeln die Funde natürlich auch extrem schnell. Da muss man natürlich sehr, sehr, sehr drauf achten, dass man da nicht tatsächlich in den Jojo-Effekt reinkommt, wenn man dann irgendwie nicht perfekt weiterhin durchzieht. Ja, deswegen, ich sage immer, besser langsamer, als das irgendwie dann, keine Ahnung. Ich denke, 1-2 Kilo in der Woche sind ein guter Ansatz, ohne dass es zu viel ist, dass man am Ende einen Jojo-Effekt hat und ohne, dass es zu wenig ist, dass man gar keinen Erfolg sieht. Also so, ich denke, so ein, wie gesagt, 1-2 Kilo
dann hat man im Monat 4 bis 8 Kilo. 8 Kilo sind schon heftig im Monat. Also wie gesagt, es kommt natürlich auch auf das Startgewicht an. Aber in meinem Fall würde ich jetzt mal so 5 Kilo im Monat anpeilen, circa. Und ja, aber da kommt es halt, wie gesagt, auch auf meinen persönlichen Alltag an. Manche Tage kann man alles super umsetzen und an manchen Tagen funktioniert es einfach überhaupt gar nicht, egal wie sehr man es möchte. Ja, mal sehen, wie ich das hinbekomme, wie ich das schaffe und ja, genau. Ich werde jetzt, solange sie schläft, mich mal an den PC setzen. Ich habe ja gestern 2 Vlogs geschnitten, deswegen habe ich heute Morgen gegen 10 Uhr schon meinen heutigen Vlog online gestellt. Richtig nice. Das habe ich ja gestern auch gemacht, morgens und heute morgens. Und jetzt werde ich mal meinen Vlog für morgen schneiden, damit ich das auch wieder morgens online stellen kann. Weil das ist einfach, ich habe es euch ja schon mal erzählt, wenn ich das morgens mache, da bin ich so entspannt über den Tag. Dann habe ich auch abends keinen Stress, egal wie stressig dann der Nachmittag wird mit den Kindern. Egal, ob er gechillt wird oder stressig wird, ich weiß im Hinterkopf schon, ich habe meine Arbeit erledigt und das ist ein mega Gefühl. Wenn ich wüsste, ich laufe hier auf und ab und Lara weint und die Kinder sind irgendwie gestresst und alles ist keine Ahnung was. Und ich habe im Hinterkopf noch, boah, wenn die hier endlich mal alle eingeschlafen sind, dann muss ich auch noch arbeiten. Das macht mich völlig gaga im Kopf. Deswegen, ja, ich versuche das jetzt wieder hinzubekommen mit morgens online stellen. Die letzten Tage hat es jetzt geklappt, aber dafür setze ich mich jetzt gleich mal ran, weil heute Mittag, wie gesagt, komme ich ja auf jeden Fall nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall noch ein paar Stündchen Zeit, bevor die Kids vom Kindergarten kommen. Da schaffe ich es auf jeden Fall oder müsste ich es schaffen, den Vlog zu schneiden und ein paar andere Sachen noch zu machen. Ich muss für Instagram was vorbereiten, weil das habe ich zum Beispiel dann gestern durch den Alltag nicht geschafft, tatsächlich für Instagram was zu machen. Joa, that's it, ihr Lieben. Ich melde mich später wieder. Meine Süße liegt hier unterm Spielebogen, ist fleißig am Spielen und ich muss sagen, heute ist sie wieder die alte Lara. Ja, wir werden jetzt mal hier die Windel wechseln. Sie hat nämlich gerade auch was getrunken. Apropos trinken, sie hat jetzt zweimal, also heute Morgen und heute Mittag, die Flasche mit 200 Milliliter getrunken. Ich dachte, es wären 210, aber es sind 200 Milliliter. Und sie hat sie wirklich komplett weggetrunken, ohne irgendwie was übrig zu lassen. Also es war definitiv an der Zeit, dann mal das Ganze hochzusetzen. Ja, mittlerweile 20 vor 4. Die Zeit ist so schnell rumgegangen heute. Ich war heute Morgen ein bisschen bei meiner Schwester. Dann hatte ich, als sie geschlafen hat, habe ich Mittag gegessen und tatsächlich auch ein bisschen gechillt, muss ich zugeben. Habe aber auch meine Arbeit fertig gemacht. Also alles ist soweit ready. Genau, und ich war jetzt auch ein bisschen trüben. Meine Mama ist ja mittlerweile gekommen, die sind jetzt aber gerade Gassi und ein bisschen spazieren. Und ja, die Jungs müssten ja jetzt dann gleich kommen mit der Mutter von dem Jungen. Die holen sie, also die holt die Jungs ja ab. Und ich habe hier so ein bisschen was vorbereitet, ein paar Stückchen gekauft. Aber meine Mutter und meine Schwester werden sicher auch was mitessen. Und ja, also Lara hat getrunken, jetzt werde ich sie mal schnell wickeln. Und ja, dann können sie alle kommen und dann werden wir mal einen schönen Nachmittag verleben. Es ist auch richtig, richtig schön. Sonnenschein draußen, mega nice. Ich habe jetzt hier auch gerade nochmal durchgesaugt, abgestaubt, die Tische abgewischt und ja, also wir sind ready für den Besuch.